Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Im heutigen Video darf ich Recover at L vorstellen und die fantastischen Neuerungen. Los geht's! Hallo, Adam hier von Wondershare Recovered, dem Programm für die Datenwiederherstellung und die Sicherung dieser. Und in der heutigen Folge habe ich die ehrenvolle Aufgabe, Recover at L vorzustellen. Aber bevor es losgeht, einmal aufs Abo, auf die Glocke und den Daumen nach oben. Und los geht's. Zwei ganz besonders erwähnenswerte Neuerungen sind bei der Version Nummer 11 folgende. Zum einen die optimierte Wiederherstellung und die Wiederherstellung von NAS, NAS-Geräten, NAS-Speichern und von Linux-Geräten. Also Linux-Rechner. Was ist denn die optimierte Wiederherstellung? Diese Wiederherstellungsmethode besteht aus zwei Teilen. Zum einen wird ein normaler Scan durchgeführt und dann obendrauf noch ein Tiefenscan, damit eure Datenwiederherstellung noch effektiver ist. Ja, hier werden unter anderem Daten von SD-Karten, Speichern von DJI, Canon, Nikon, GoPro, Seagate, Sony-Geräten wiederhergestellt, um nur einige aufzuzählen. Recover8 kann ja von über 2000 verschiedenen Datenträgern und Geräten Daten wiederherstellen und erkennt weit mehr als 1000 Dateiformate. Diese verbesserte Scan-Technik wird euch zugutekommen, denn hier werden ja ganz oft auf Speichern, wie zum Beispiel bei einer Aufzeichnung einer GoPro bzw. einer Action-Kamera, oft so anteilig Dateien gespeichert. Ja, also sie läuft ja oftmals durchgehen, sagen wir mal eine halbe Stunde, und ihr habt ganz viele einzelne Dateien, die können weiterhin als einzelne Fragmente auf der Speicherkarte gespeichert werden. Die GoPro bzw. Actionkamera in diesem Falle guckt erstmal, wo ist der Speicher frei, und legt den dann ab. Das kann natürlich bei einer Wiederherstellung, wenn euch Daten abhanden gekommen sind, problematisch werden, denn die Datenfragmente sind eventuell überall verteilt, und mit dem zusätzlichen Scan, einem tieferen Scan, kann jetzt Recover8 diese Videodaten oder Fotodaten noch leichter zusammensetzen und wiederherstellen. Und dies völlig unabhängig, ob das jetzt HD, 4K oder 8K Aufnahmen sind. Im Programm sieht so eine optimierte Video-Wiederherstellung folgendermaßen aus. Du klickst auf die Abteilung Video-Foto-Wiederherstellung und hier auch in die optimierte Wiederherstellung. Hier siehst du eine Aufzählung deiner angeschlossenen Speicher, wähle das mit dem Foto- oder Videodaten, die du wiederherstellen magst. Nun fragt Recover8 nach dem Dateityp, den du suchen willst. Hier kannst du einige oder alle Formate auswählen. Standardmäßig, falls du noch keine Auswahl triffst, sucht das Programm nach MPEG-4 und MOV. Dateien. Und je mehr Formate du jetzt ausgewählt hast, umso länger wird die Suche gehen. Das ist ja ganz klar. Also wenn du jetzt zum Beispiel weißt, es ist auf jeden Fall ein MPEG-4 Format, das ich suche, dann wählst du zum Beispiel nur MPEG-4. Ansonsten kannst du auch alles auswählen. Dann kannst du mit dem Scannen und Wiederherstellen beginnen. Unten rechts siehst du die Prozentanzeige in einer im Explorer ähnlichen Darstellung die bereits gefundenen Daten. Es werden beide Scan-Typen angewendet. Erst der einfache Scan, dann der Tiefenscan für die Fragmentfindung und Zusammensetzung. Du kannst den Prozess jederzeit stoppen. Jederzeit kannst du auch die Dateien, die du schon siehst, kurz in der Vorschau anschauen und wiederherstellen. Es macht schon Sinn, die Datei übers Preview anzuschauen vor der Wiederherstellung, falls das möglich ist. Preview geht folgendermaßen. Du machst einen Doppelklick auf die gewünschte Datei. Diese öffnet sich im Vorschaufenster und du kannst hier die Datei abspielen bzw. anschauen. Passt alles? Dann direkt wiederherstellen. Wie das geht? Du klickst auf Wiederherstellen hier unten rechts, dann suchst du das Laufwerk aus, auf dem genügend Speicherplatz für die Dateien ist. Es muss auf jeden Fall ein anderes Laufwerk sein als das, was du jetzt gerade benutzt, damit du nicht aus Versehen Daten überschreibst, die du eigentlich wiederherstellen möchtest. Kommen wir zu den NAS-Systemen bzw. Speichern und
Linux. Beides wird wie externer Speicher behandelt, denn nichts anderes wie dies ist es ja. Der Zugriff über das externe Netzwerk ähnelt ja dem Anschließen einer externen Festplatte zum Beispiel. Und Linux ist da nicht ganz anders in der Handhabung. Beide Systeme sind mittlerweile anfällig auf Malware, auf Viren, auf Überhitzung und natürlich versehentliches Löschen. Umso schöner ist es ja, dass jetzt RecoverIt auch die Option für NAS, NAS, Speicher und Linux, Linux-Speicher, Linux-Systeme implementiert hat und die Daten jetzt auf diesem Wege wiederherstellbar sind. Gut, kommen wir jetzt mal als allererstes zu der NAS-Wiederherstellung, also zu dem NAS-Speicher, den wir wiederherstellen können. Der Vorteil ist, du musst die Festplatten aus diesem Speicher nicht bei dir haben, also nicht vor Ort haben, wo RecoverIt installiert ist, sondern du kannst direkt über eine Maske diesen Speicher ansteuern. RecoverIt ist zum Beispiel mit folgenden Speichern, NAS-Speichern, hochkompatibel. Das wäre das iOmega Store Center, Lessie QNAP, Netgear und Western Digital und anderen ähnlichen NAS-Produkten. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr das Ganze in RecoverIt nutzt. Starte das Programm, dann siehst du auf der linken Seite NAS und Linux. Klicke hier drauf, wähle NAS aus. Nun sucht RecoverIt nach NAS-Laufwerken, die angebunden sind. Nun gebe die notwendigen Daten wie IP-Port und Account plus Passwort ein. SSH-Service muss aktiv sein, achte darauf. Dann starte den Suchlauf. Du kannst, wie vorhin beschrieben, die Dateien genauso sichten und Vorschauen erstellen und ebenso Daten wiederherstellen. Achte auch hier darauf, die Daten auf ein anderes Laufwerk zu sichern. All diese Schritte sind gleich, ob du dies am Mac oder am Windows-Rechner nutzt, ganz gleich. Kommen wir dann zur Linux-Datenwiederherstellung. Linux ist leider mittlerweile auch nicht mehr frei von Virenangriffen, Malwareangriffen, ja, und anderen Beschädigungen, vielleicht aber auch natürlich das übliche Fehler durch den Nutzer und aus Versehen gelöschte Daten. Ich zeige dir jetzt, wie du mit RecoverIt Linux-Daten retten kannst. Starte das Programm, dann siehst du auf der linken Seite NAS und Linux. Klicke hier drauf, wähle Linux aus. Für einen Remote-Zugriff auf das Linux-Gerät gebe die notwendigen Daten wie IP-Port und Account und das Passwort ein. SSH-Service muss auch hier aktiv sein, achte darauf. Dann starte den Suchlauf über Verbinden und du kannst, wie vorhin beschrieben, die Dateien suchen, auch eine Vorschau anschauen und die Daten wiederherstellen, sichern, aber auch hier zum Beispiel auch auf deinen Rechner vor Ort, ob das jetzt Mac ist oder Windows, spielt überhaupt keine Rolle. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich. Wenn ihr wollt, unten in der Beschreibung ist eine Testversion, ein Link zu einer Testversion und ihr könnt diese einfach mal ausprobieren. Wenn ihr Daten gelöscht habt aus Versehen oder sie sind verschwunden, probiert es einfach mal aus. Ja, es fehlt nur noch das Abo, die Glocke und den Daumen nach oben und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Macht's gut und tschüss!